Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Labil Stabil. Das soll nichts anderes heißen, wie wenn wir labil oder instabil stehen, dann muss der Körper sich stabilisieren. Und das passiert unwillkürlich, also ohne dass wir das jetzt mit unserem Gehirn vorher schon bewusst steuern. Das passiert unwillkürlich, aber nur, wenn wir es auch tatsächlich üben. Wenn wir das nicht trainieren, dieses Reaktive, dann reagiert der Körper vielleicht in manchen Situationen etwas zu spät. Zum Beispiel, wenn wir stolpern, ausrutschen und dann fallen wir. Wenn wir reagieren können, unwillkürlich, dann können wir uns hoffentlich noch abfangen. Also ganz ein wichtiges Training auch für die Bandscheiben, für einen gesunden Rücken, für gesunde Gelenke, denn die Muskeln stabilisieren alle Gelenke und natürlich auch die Wirbelgelenke, die unsere Bandscheiben auch schützen, die Muskeln, die unser Rückenmark schützen. Und wenn wir da gesichert sind, dann trauen wir uns auch größere Bewegungen zu, dann haben wir mehr Kraft, mehr Ausdauer und sind einfach gesünder. Also, wichtiges Training, mitmachen. Wir können uns natürlich aus der Mitte bringen, indem wir, mach mal ruhig mit, auf einem Bein stehen. Merkst du schon? Dann kommst du aus der Mitte. Wenn wir, nimm mal das andere Bein, zum Beispiel auf einem Bein stehen und die Körpermitte aus der Mitte bewegen, dann wird es auch noch instabiler, oder? Und dann können wir uns noch mehr herausfordern, indem wir zum Beispiel, nochmal wechseln, den Kopf drehen, unseren Gleichgewichtssinn im Innenohr zusätzlich irritieren, also unsere Sinne trainieren, dann wird es umso instabiler und wir werden umso stabiler. Oder wechseln nochmal, indem wir zum Beispiel nur die Augen schließen, den Gleichgewichtssinn die Augen wegnehmen. Dann müssen alle anderen Sinne auf Hochtouren arbeiten, aufmachen, auf beide Füße kommen, entspannen. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich ins Labile, Instabile zu bringen. Und wir starten in einer sehr stabilen Position. Und dazu nimmst du deine Beine in eine große Grätsche. Die Knie zeigen Richtung Fußspitzen nach außen. Beug deine Knie, dann kannst du muskulär richtig stabil stehen. Aber in dieser Stellung könnten wir natürlich auch labil stehen, oder? Wir könnten uns auch hängen lassen und wir würden nicht umfallen. Also das ist noch die einfache Position. Ich möchte aber, dass du dich trotzdem aufrichtest, dein Brustbein anhebst. Und jetzt ziehst du deine Schultern rechts und links einfach mal nach oben. Wir beginnen mit kleinen Bewegungen, mobilisieren den ganzen Körper. Atme weiter, zieh hoch und lass wieder fallen. Ganz entspannt. Fühlst du dich stabil in dem Stand? Schon, oder? Gut. Dann nimmst du jetzt die Schulter wieder tief, nimmst beide Schultern vor und wieder zurück. Nimm nochmal bewusst wahr, wie fühlst du dich? Wie stabil stehst du hier? Kannst auch die Schultern bewegen und kommst eigentlich nicht aus der Mitte. Lass dann die Schultern hinten unten, stütz die Hände ein, jetzt streck deine Knie, kreise mit deinem Becken, mobilisier deine Hüftgelenke. Richtungswechsel, andere Richtung. Dann kommst du wieder zur Mitte zurück, beugst beide Knie, lässt die Arme locker neben dem Körper hängen. Wenn wir instabil werden, dann sollten wir möglichst locker aufrecht stehen. Wenn wir jetzt zu viel Muskeln anspannen, dann hemmen wir die Tiefen mit den Oberflächen. Also dann können die Tiefen gar nicht so richtig in Aktion treten. Also locker aufgerichtet stehen und verlagere nun dein Körpergewicht auf die eine Seite und auf die andere Seite. Also aufgerichtet hin und her. Jetzt haben wir schon den Einbeinstand dazu genommen und bewegen unsere Körpermitte aus der Mitte. Mach das Ganze dreimal, einmal, zweimal und dann halte ruhig einen Moment. Wow. Nochmal hin,
her und halten. Und hin, her und halten. Wenn dir das schon zu wackelig ist, ist kein Problem, mach nur weiter. Dann kannst du die Fußspitze auch unten lassen. Funktioniert auch. Und wenn du das Gefühl hast, es ist gar nicht so wackelig, dann kannst du jetzt zusätzlich noch einen Arm ein bisschen bewegen, wenn du stehst. Eins, zwei und stehen. Den Arm vor, zurück. Eins, gut. Kannst auch länger stehen, halten. Ich hoffe, das bringt dich ein bisschen aus der Mitte. Denk dran, aus der Mitte heißt in die Mitte, deinen Muskeln. Immer nur so viele Reize setzen, wie du dich gerade noch so halten kannst, ohne dich festhalten zu müssen. Letztes Mal die Seite. Noch einmal die andere Seite. Halte, bleib da. Stell dich nochmal hüftschmal oder in die Grätsche auf und vergleiche, wie du dich jetzt fühlst. Noch stabiler? Sehr gut. Dann können wir jetzt die Füße in die hüftbreite Position schließen und du müsstest relativ gut stehen. Knie durchlässig. Sehr gut. Bring dich natürlich auch hier wieder aus der Mitte. Erst nochmal reinspüren und dann wippst du. Das heißt, du hebst die Fersen, hebst die Fußspitzen im Wechsel. Fersen, Fußspitzen. So bewegst du auch schon mal deine Fußgelenke. Die Beweglichkeit ist auch wichtig für die Stabilität. Und aktivierst deine Waden, die Venenpumpen. Bleib stabil. Und bring dich auch hier wieder aus der Mitte raus. Und es darf immer wackeln. Mach mal wieder drei, eins, zwei, halten. Muss nicht hoch sein, nur so ein Stück. Eins, zwei, hinten halten. Uah, das ist schon schwerer. Vor, rück und vorne. Rück, vor und hinten. Uah. Wackeln ist gut. Wenn dir das zu einfach ist, nimm doch deine Hände einfach mal weg. Dann kannst du dich nicht mehr ausgleichen. Mit den Händen versucht man immer noch seine Balance wieder zu finden. Wenn du die wegnimmst, wird es schwieriger. Noch ein letztes Mal. Und absetzen, Arme wieder auflösen. Kurzen Moment hineinspüren, wie fühlst du dich? Hast du mehr Stabilität jetzt gewonnen durch dieses Aus der Mitte bringen? Fühlst du dich stabiler? Dann locker dich rück, nochmal einen Moment ausschütteln und schließe dann deine Füße ganz. Hineinspüren, wie stehst du? Relativ stabil, du kannst immer was zum Festhalten seitlich haben. Jetzt geht's, zeigst dir seitlich, abwärts. Jetzt irritieren wir auch ein bisschen unseren Gleichgewichtssinn im Innenohr. Setz dich nach hinten, kannst die Arme rück vornehmen und richte dich wieder auf. Spannung, Po anspannen, Beinkraft. Nochmal tief und aufrichten. Die Beine dürfen ruhig warm werden. Dürfen die Muskeln spüren. Und natürlich gibt uns eine stabile Mitte auch im übertragenen Sinn im Alltag Stabilität. Also nicht nur körperlich, sondern auch für den Kopf ganz wichtig. Wenn das gut klappt, Wenn nicht, wenn es dir zu wackelig ist, bleib so bei der Bewegung. Sonst schließe jetzt deine Augen und machst genau die Bewegung weiter.
Wir schalten sozusagen ein wichtiges Gleichgewichtsorgan aus. Das sind die Augen. Du merkst, oh, es ist dir zu viel. Mach sie wieder auf. Schließ vielleicht nur ein Auge. Das funktioniert ja auch. Ist ganz anders, oder? Plötzlich eine ganz andere Übung. Kannst ja auch die Füße ein bisschen weiter aufstellen, breiter auseinander. Nochmal, halte unten, öffne die Augen, richte dich auf, locker dich aus und spür nochmal in dich hinein. Wie stehst du? Hat sich was verändert? Ich hoffe. Jetzt darfst du ein Bein nach vorne stellen und das andere hinter den anderen Fuß. Achte wirklich darauf, dass du auf einer Linie stehst. Kannst ein bisschen weiter deine Füße öffnen, aber trotzdem stehst du auf einer Linie. Klappt? Sehr gut. Erstmal hineinspüren. Wie fühlst du dich? Deine hintere Ferse darf schon etwas nach oben gehen. Und jetzt gehst du mit deinem, wenn rechts vorne ist, mit deiner linken Hand Richtung Fuß. Schau mal, dass das Knie nicht zu weit nach vorne geht. Lieber das hintere Bein noch ein Stück zurücksetzen. Und dann dein Knie beugen, Rücken gerade und dich wieder aufrichten, den Arm zur Decke schieben. Die andere Hand, die darf auch am Oberschenkel abstützen. So, jetzt sind wir natürlich sehr wackelig. Wie ein Seiltänzer oder eine Seiltänzerin. So, machen wir noch einmal genau so. Merkst schon, du fixierst immer unten einen Punkt und oben einen Punkt. Jetzt kannst du dir hier in die Hand einen Einkaufszettel schreiben und ihn von oben bis unten lesen. Nicht schummeln, wirklich von oben immer in die Hand deinen Blick. Wir irritieren nochmal unsere Augen. Wenn dir das zu viel ist, stell die Füße weiter geöffnet auf, wie auf zwei Gleisen, dann tust du dir leichter. Stopp. Und Arm absetzen, Füße wieder ein Stück enger. Nachspüren, ob du jetzt etwas stabiler stehst. Das ist herausfordernd. Für dich auch. Jetzt schauen wir mal, ob nicht die andere Seite vielleicht sogar etwas einfacher funktioniert. Also, anderes Bein nach vorne. Ich drehe mich mal so ein bisschen zu dir. Schau wieder, dass du auf einer Linie stehst. Den Fuß nach hinten setzt. Atmen. Spüren, wie geht's. Und dann gehst du zuerst mal mit dem Arm wieder tief, Rücken gerade und hoch. Nochmal tief und hoch. Zuerst ohne den Blick in deinen Einkaufszettel. Noch einmal genau so. Und dann, wenn du das Gefühl hast, naja, das funktioniert vielleicht, schau in deinen Einkaufszettel, mach die Bewegung ruhig langsam, stell dich gerne etwas breiter auf oder unauffällig irgendwo festhalten. Dann wirst du auch merken, dass es sofort einfacher ist. Noch einen. Wieder aufrichten und Arm ab, nachspüren und beide Füße
Ganz schließen, auslockern. Puh. Und? Schon stabiler. Puh. Jetzt kommen wir auf ein Bein. Das heißt, du hebst im Wechsel rechts und links vom Boden ab. Also Knie hoch und wechseln. Nur so hoch, wie dein Rücken auch wirklich ganz gerade bleiben kann. Kannst du es auch langsamer ausführen. So merkst du jetzt, wie du auf der Außenkante, auf dem Großzehenballen und auf der Ferse hoffentlich ganz bewusst stehen kannst. Ein Bein oben halten, kurz mal spüren, wie stabil stehst du. Dann nimmst du jetzt beide Arme hierher und hackst mit den Armen eine ganz kleine Bewegung ausführen. Stabilisier durch diese minimale Rotation in deiner Wirbelsäule jetzt deine Wirbelsäule. Halte so, bleib stabil und nimm jetzt das Bein ganz weit nach vorne. Spür vorn die Muskulatur. Nimm dein Bein ganz weit nach hinten, spür den Rücken. Natürlich merkst du auch deinen Po. Vor und rück. Aus der Mitte, in die Mitte. Noch zweimal. Komm dann wieder zur Mitte zurück, beide Füße schließen, vergleichen. Natürlich ist dein Bein jetzt gut warm, oder? Und nimm dein anderes Knie nach oben. Erst wieder ausbalancieren, Arme hierher, Hackbewegung ausführen, minimale Bewegung in deiner Wirbelsäule. Schultern zurück, Bauchnabel sanft nach innen, Gesicht entspannt. Halte die Stabilität und geh wieder weit nach vorne und weit zurück. Zwei, merkst du, wie dein Fußgelenk auch arbeitet? Kniegelenk, Fußgelenk, Hüftgelenk natürlich. Komm wieder zur Mitte zurück. Stell die Füße hüftschmal auf und spür einen Moment hinein. Puh, wie geht's dir? Ist ganz schön anstrengend, oder? Die tiefen Muskeln ermüden dann auch irgendwann, also gar nicht zu viel machen. Es reicht auch schon mal auf einem Bein Zähne zu putzen, die Hälfte der Zeit auf dem einen, die andere Hälfte auf dem anderen Bein. Es muss gar nicht so eine lange Einheit sein, aber ich möchte jetzt, dass du noch mal hineinspürst, wie stabil du jetzt nach diesen labilen, instabilen Dingen stehst. Merkst du die Aufrichtung? Vielleicht hat sich dein Rücken auch ein bisschen entspannt. Fühlst du dich größer? Als wärst du gewachsen, verwurzelt. Sehr gut. Lass die Schultern kreisen, ganz locker. Also es lohnt sich immer, diese Stabilität zu trainieren, wenn unsere Wirbelsäule gut stabil ist, natürlich der Rücken gesünder und unser Gehirn fühlt sich geschützt, denn das Rückenmark verläuft im Wirbelkanal und wenn die Muskeln rundherum reaktionsschnell arbeiten und kräftig genug sind, dann fühlen wir uns auch wirklich sicherer. Denn das Gehirn ist der schützenswerteste Teil des Körpers. Und wenn das nicht so geschützt ist, dann machen wir eher verhaltene Bewegungen, haben nicht so viel Kraft und sind nicht so beweglich.
fühlen uns unsicher. Atme ein, streck dich. Atme aus, lass nochmal locker. Nochmal einatmen, lang. Und jetzt beweg dich, räkel dich. Nimm ein Bein zurück, bleib aber jetzt breit und stabil stehen. Vorne beugen, hinten strecken, Hände zurück. Wenn du kannst, fassen, ein Stück nach oben ziehen. Ferse richtig tief schieben. Brustbein auf, anheben. Wieder zurückkommen, stütz dich vorne auf, rück die Finger nach innen und mach deinen Rücken ganz rund. Dann nochmal gerade. Jetzt nochmal ein Bein zurück. Ferse schieb zurück, vorne beugen. Arme nach oben, atmen. Nochmal wieder auflösen, auslockern. Wir sehen, heute kann dich nichts mehr umwerfen. Schüttel dich aus. Lass die Schultern nach oben gehen mit dem Einatmen. Mit dem Ausatmen ziehst du sie nach unten. Nochmal ein und aus. Verwurzeln. Noch einmal ein und aus. Entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr fleißig. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast ein bisschen die Unterschiede gespürt. Wenn ja, natürlich interessiert es mich unten. Also gern kommentieren. Vielleicht hast du auch Lust, Gefällt mir zu drücken, vielleicht hast du auch Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Natürlich vielen Dank, den Link findest du auch unter dem Video, heißt er, deine Unterstützung. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Vielleicht magst du in meinem YouTube-Kanal auch in die Playlist Physio-Fitness gehen oder in die Playlist Wirbelsäule. Oder du gibst in die Suchzeile von YouTube zum Beispiel Gabi Fastner Sensomotorik oder Gabi Fastner Tiefenmuskulatur oder Gabi Fastner Neuro, also so Begriffe ein, dann kommst du auch auf Videos, die dir gefallen könnten. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Freue mich schon. Bis dann.